Name ist Wong? Immer noch nicht. Aber das gleiche Kleid. Muss hier Mode sein. Guck mal. Kriegen wir mehr Geld? Wo steht eigentlich, wie viel Kohle wir haben? Laden? Achso. Ich wollte gerade sagen Laden, aber ja, Spielladen. Ist das bei Ausrüstung? Ja, hier, ne? Das ist das Geld. 1790 oder was ist das? Bestimmt. Wer bist du? Was machst du hier? Oh Gott, ist ja niedlich. Wer bist du? Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Der ist süß. Kann ich dir mitnehmen? Die Preise hier sind ziemlich gut. Waren Sie schon im Einkaufszentrum auf dem Präsidium? Nö, kann ich dich mitnehmen? Wenn Sie hier nicht finden, was Sie suchen, versuchen Sie es auf den Märkten unten. Ich hab doch schon gefunden, was ich will, aber du kommst nicht mit. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Ach, du wiederholst dich. Oh, hier ist noch so einer. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Was kann man denn hier so kaufen? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Dann schieß mal los. Was? Kosten 80.000? Okay, kaufe ich. Ich brauche, glaube ich, gar nicht gucken. Wir sind hier nämlich bestimmt total falsch. Ich laufe mal zurück. Oder warte, was haben wir hier? Komme ich da irgendwie zur Krankenstation hin? Bezirke, Koras Nest, medizinische Klinik. Warum nicht gleich so? Noch ein Keeper. Super. Und jetzt? Hier rein? Tür zur Klinik. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Treffer. Garrus ist schon super. Ich glaube, den möchte ich in meinem Team haben. Alter, jetzt triff doch mal. Trifft er den nicht, wenn er hier so vorne steht? Oh, leck mich doch. So. Wir können ja zwischendurch schon mal ein bisschen Heilung machen, ne? Sonst läuft es ja wieder so. Halt, diese Taste hätte ich gerne. Jetzt eigentlich die, ja. Ach guck mal, hier hätten wir bestimmt draufschießen können, ne? Geht mal alle bitte zurück. Geht mal weg da. Geht alle mal weg hier. Los. Wäre so schön einfach gewesen. Egal. Garrus, ich hätte dich gerne in meinem Team. Möchtest du mitmachen? Du kannst gut treffen. Ich möchte mich schön daneben stellen. Was? Perfektes Timing, super. Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Das war ein großes Risiko. Egal, super Schuss. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Zu spät. Hat das irgendetwas mit den Nachforschungen in Bezug auf Saren zu tun? Das könnte sein. Dr. Michel, erzählen Sie uns, was passiert ist. Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Wer ist denn der Shadow Broker? Was können Sie mir sonst noch über die Quarianerin sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Sie hat... Augenblick! Geht!
Ihre Informationen hatten etwas mit den Geth zu tun. Ich werde hellhörig. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Alles klar. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Rex. Ich meine, der sah aus wie so ein Hau-drauf-Typ, ne? Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Also auf in die Akademie. Ich möchte ihn hier auswählen. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich lieber Sie als ihn hier haben. Was ist er denn? Er ist... Kann man das sehen, wenn man die auswählt, ne? Aha. Also müsste ich wahrscheinlich ihn nehmen, ne? Damit ich alles dabei habe. Weil sie ist ja das gleiche nochmal nur mit Kampf. Na gut, dann nehme ich ihn halt mit. Später nehmen wir ihn dann mit. Oh. Gut. Und was machen Sie hier so lange? Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Das ist gerade mal 2 Minuten her. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Nö? Oh, guck mal, das kann man uns leisten. Notfallinterface. Spezielle Eigenschaften. In den Kampfanzug eingearbeitete, Spezialmikroprozessoren überwachen Konfunktionskörper, nein, Körperfunktionen und setzen bei Bedarf eine kleine Dosis Medigel frei, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ich finde das schon ganz attraktiv, ne? Kann ich das kaufen? Und das hier? Spezielle Eigenschaften. In den Kampfanzug eingearbeitet, machen sie das gleiche wie das Teil zuvor. Also holen wir das auch. Und das hier? Kann ich mir nicht leisten. Alles klar. Das kann ich bestimmt. Kann ich das hier machen? Megel aufstocken. Super. So, es steht was im Kodex, aber da möchte ich jetzt nicht reingucken. Sonst noch was hier? Eine Truhe? Nein. Keine Truhe. Schade. Hat sie noch was zu sagen? Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Sehr löblich. Ist das anders als normale... Naja, okay, die Wunden sind bestimmt schon anders. Egal. Ich gehe dann jetzt. Leben Sie wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Ja, immer gerne. Sehr gerne. Naja, so abgetrennte Arme sind bestimmt was anderes als... andere verletzte Körperteile. So, jetzt muss ich doch nochmal ins Tagebuch gucken. Irgendwie reicht mein Gedächtnis heute nicht so weit. Fist ausschalten. Fist, ein Gangsterbus, der sich meist in Koras Nest in den unteren Bezirken rumtreibt, trifft sich mit einer Aquarianerin, die Beweise für Sarens Zusammenarbeit mit den Geth hat. Aber wir wollen ja erst mit Rex sprechen, ne? Rex, der kroganische Kopfgeldjäger, wird gerade in der C-Sicherheitsakademie befragt. Sie können ihn dort finden, wenn Sie mit ihm sprechen wollen. Also C-Sicherheitsakademie. Komme ich da hin? Schnellreise? In die Richtung möchte ich gerne, junge Dame. C-Sicherheitsakademie. Ist das Bezirke oder ist das Präsidium? Ja... Zitadellturm, Botschaft, zurück. Ich weiß es nicht. Bezirke. Koras Nest. Märkte. Vielleicht sind wir ja schon hier. Wo wir hin müssen. Oder nicht. Was habt ihr dazu zu sagen? Wenn Sie glauben, Sie hätten Glück, können Sie ins Casino drüben im Flux gehen. Was machst du denn da? Casino drüben im Flux? Man kann hier Casino spielen.
Ich möchte Casino spielen. Bitte. Türsteuerung. Da vorne. Oh, das ist wieder so ein kleiner. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lydania? Du kannst sagen, mich aber nicht, ne? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt. Aber 6 Stunden Tour hatte ich auch keinen Bock drauf, ne? Wo geht's hier denn überhaupt hin? Das Schiff ist zu groß für mich. Ich verlaufe mich in meiner eigenen Handtasche. Naja, vielleicht nicht, aber unübersichtlich ist es da schon. Wo geht's hier hin? Nein, nicht Garrus. Ich möchte wissen, wo es hier hingeht. Zum Präsidium. Und hier geht's ins Flux. Konnte man hier nicht spielen, habe ich gerade gehört. Ich möchte spielen. Mach mal auf hier, statt dass sie von alleine aufgehen. Ich höre schon Musik. Ganz coole Musik. Yeah. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Okay. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Ich sehe dann mindestens noch einen. 2, 3, 4 allein auf der Tanzfläche. Wenn man die Wong-Applikation hier Klone mit dazu zählt. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte dich gerne untersuchen. Zieh dich aus. Ist das ein Casino? Ja, unter anderem. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Quasartische, was ist das denn? Sind Sie der Besitzer? Besitzer, Koch und Barkeeper. Ab und zu tanze ich auch, wenn es mich überkommt. Wir haben oben einige Quasartische, falls Sie interessiert sind. Ja. Auf Wiedersehen. Aber das mit dem Tanzen muss ich nicht unbedingt sehen. Ich finde die zwar süß, aber... Wer bist du? Ich warte auf jemand anderes. Psst. Hallo, ich bin, wir sind das perfekte Paar. Hast du mal geguckt? Was kann man hier spielen? Ich möchte spielen. Quasar, 20 Credits spiele. Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran, ohne darüber hinwegzuschießen. Schießen? Das kann ja nicht gut enden. 14 oder weniger, 0 Credits. Also ich muss mindestens 15 Mal treffen. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was, 47? Was muss ich denn machen? Hallo? Ach so. Ah, auszahlen, auszahlen. Jetzt habe ich verstanden, was ich machen muss. Ja, bitte. Credits gewonnen, minus 15, finde ich nicht gut. Super spannend hier. So, komm, noch einmal. Soll ich nochmal übermütig sein? Ja! Auszahlen! Super! Man gewinnt ja echt nicht viel hier, ne? Aber egal. Vielleicht gibt es ja noch Tische, wo man mehr einsetzen kann. Los, los! Ich will reich werden! 8! Komm, geh gleich auf 20. Los! Soll ich lebensmüde sein? Komm, verlieren wir wenigstens einmal. Nein, 0 Credits. Egal. Gibt es ja auch Tische, wo man mehr einsetzen kann? Kann ich hier mehr einsetzen? Niedrigeinsatz Quasar. Und das hier sind dann bestimmt die hohen, oder? Was muss man einsetzen? 200 Credits. Habe ich so viel überhaupt? Jo. Also.
Diesmal gehen wir nicht so auf Risiko, ne? Ich verplemper gerne meine Kohle. Kann ich schon mal vorwarnen. Diesmal bitte auszahlen. Ja, los. Nochmal, bitte. Irgendwie muss man ja reich werden, wenn man schon nichts trifft beim Schießen. 15. Komm, hier, gehen wir aufs Ganze. Super, 400 Credits. Nehme ich. Tschüss. Ich bin mal weg. Ist nicht so spannend gerade. Im Normalfall, wenn ich das jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich mich wahrscheinlich hier erstmal 5 Stunden aufhalten und irgendwas spielen. Auch wenn es eigentlich überhaupt gar nicht spannend ist, das Spiel. Kann man ja auch eigentlich mit tanzen irgendwie? Weiß ich nicht. Egal. Später.